Yoga in einer ruhigen Umgebung zu praktizieren, ist einfach. Weg vom Fahrradweg, habe ich gesagt! Aber es wird dich nicht auf die raue, reale Welt vorbereiten. Ich bin Anna Andonov, die Gründerin von Urban Endurance Yoga. Und mein Kurs wird Ihr Chakra einen Stresstest unterziehen. City Style. Wähle mich als deinen Guru. Und der Pressure ist on. Genau, und alle. Die Stadt ist Chaos pur. Das Ende der Welt ist gekommen. Bleib ruhig! Und in meinem Kurs musst du das Chaos annehmen. Halt die Fresse! Lügner, Fresse! Wenn du das nicht haushältst. Ruhig, 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 jetzt! Heißt es nicht Namaste, sondern Namaste. Als ich klein war, habe ich direkt neben der U-Bahn gewohnt. Sie ist praktisch durch mein Zimmer gefahren. Deshalb trainiere ich meine Schule, alle möglichen Geräusche auszublenden. Wie zum Beispiel Sirenen. Oder nervige Privatgespräche. Die ganze Zeit hat geregnet und es war mein einziger Urlaub des Jahres. Und für unsere fortgeschrittene Klasse. Weinende Babys. Sei wie das Baby, das ist euer neuer Mantra. Sei wie das Baby. Früher habe ich immer echte Babys mitgebracht, aber eine meiner Schülerinnen hat sich beschwert. Scheiße. Irgendwie auch zurecht. Sei wie das Baby. Wenn die Ohren fertig trainiert sind, gehe ich zur Nase über. Jedes einzelne Organ muss gegen Stress immun werden. Tiefer, tiefer. Sehr schön. Es ist ein harter und undankbarer Job. Und tief einatmen. Der Lärm macht einen wirklich fertig. Bleib unten! Und er wird nicht einmal besonders gut bezahlt. Es sei denn, mein neuer Kurs wird ein Hit. Speed Yoga. Ja, sehr gut. Nein, wir nehmen die Hektik an. Komm! Und bleib. Ja, weiter so. Ja, was ist das denn? Namaste, verdammte Scheiße, Namaste!